hier ist die Situation. Ich habe hier die Kamera positioniert, die gerade ausgegangen ist. Und ich habe hier so zwei Gegenstände, die hier gerade zufälligerweise bei mir rumstehen, die ich dann fotografieren möchte. Auf diese Dose geht hier der Fokus, das heißt, ich werde hier auf diese Schrift scharf stellen. Wir schauen mal, was mit der Dose, die sich so ein bisschen schräg dahinter befindet, passiert. Ziel ist es erstmal, hier viel Schärfe drauf zu legen und möglichst viel Unschärfe in den Hintergrund zu bekommen. So, die Kamera ist jetzt eingeschaltet und man sieht jetzt hier oben im Display die Einstellungen. Und zwar steht hier unten ISO-Wert 100, Blende 1,4. Dieses 50 mm Objektiv ist in der Lage, eine 1,4er Blende zu liefern und ich habe im Moment eine Verschlusszeit von einer 100stel Sekunde. Wenn ich jetzt leicht andrücke, sieht man so einen kleinen schwarzen Balken, der da im Display auftaucht. Der kleine schwarze Balken sagt, wir sind ein bisschen oberhalb der Normalbelichtung, das heißt, wir haben so ein bisschen überbelichtet. Das Bild, was jetzt rauskommt, ich müsste noch mal kurz den Fokus hier eben mal testen, nehme ich mal hier auf. Checke, ob das hier scharf gestellt ist. So. Das Foto, was jetzt rauskommt, zeigt eine leichte Überbelichtung, weil im Hintergrund relativ viel Helligkeit ist. Ich möchte es trotzdem noch ein bisschen heller haben. Bedeutet, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, ich habe jetzt mal die Zeit verdoppelt, gerade bei einer 100stel. Jetzt habe ich eine 50stel Sekunde, das heißt, es wird etwas länger belichten. Das Bild, was ich jetzt habe, entspricht so meiner Vorstellung. So, Bild seht ihr da. Wie gesagt, Blende 1,4, 50stel Sekunde und ihr seht eine sehr, sehr schöne Schärfe im Vordergrund und eine relativ starke Unschärfe im Hintergrund. So, jetzt kann der Kunde sagen, ja, okay, ich würde doch die Dose, die im Hintergrund ist, noch ein bisschen schärfer haben wollen. Was macht ihr? Klar, über die Blende steuern wir die Schärfe. Hier ist Blende 1,4 eingestellt. Ich ändere jetzt mal auf Blende 2. Das bedeutet, die Blende wird jetzt etwas geschlossen und es kommt nur noch halb so viel Licht rein. Jetzt haben wir die Möglichkeit, dagegen zu steuern. Wenn halb so viel Licht reinkommt, müssen wir auf der anderen Stelle doppelt so viel Licht reinlassen. Das heißt, ich kann jetzt hier an der Zeit wieder drehen und mache mal hier eine 25stel Sekunde. Wenn ich jetzt abdrücke, haben wir die gleiche Helligkeit im Bild wie vorher. So, jetzt sagt der Kunde, ja, ist immer noch so ein bisschen zu unscharf. Dann sagen wir, okay, gehen wir auf Blende 2,8. Das heißt, ich gehe jetzt hier hin, mit dem unteren Rad kann ich hier die Blende einstellen. Da muss ich natürlich hier oben wieder doppelt so viel Licht reinlassen. Also machen wir mal hier 3/10, ja, 1/10, so weit in der Art. Jetzt habe ich wieder die gleiche Geschichte. Und so können wir immer Step by Step weitermachen. Und jetzt sage ich mal hier Blende 4. Das wäre wirklich die nächste Geschichte, die wir jetzt verdoppelt haben. Ich sage mal jetzt hier eine 1/6. Und dann sagst du, ah, ist immer noch zu wenig. Dann wäre 5/6 die nächste Stufe. Und da müssten wir natürlich auch hier wieder gegen reagieren. 0,3 Sekunden. Und das funktioniert auch nur deshalb, weil ich hier natürlich mit dem Stativ arbeite. Wenn ihr draußen wärt und so würdet sagen, ja, ich möchte lieber außer Hand fotografieren, wäre 0,3 natürlich total utopisch. Deswegen machen wir jetzt mal Folgendes. Wir können noch an einer anderen Stellschraube drehen, nämlich hier am ISO-Wert. Der steht im Moment bei 100. Wenn ich jetzt sage, ich verdoppel nochmal, das wäre jetzt Blende 8. Ihr habt gesehen, das ist dreimal gesprungen. Man kann Drittelwerte einstellen. Aber 8 wäre jetzt, das heißt, ich könnte jetzt auf ISO gehen und den ISO-Wert einfach mal verdoppeln. Auch dann kommt doppelt so viel Licht rein. Seht ihr, so kann man dann entsprechend anpassen. Und ich habe jetzt bei dieser Geschichte schon eine recht gute Schärfe auch im Hintergrund.